So, und schon geht's weiter bei Resident Evil 4. Und jetzt schauen wir uns mal das Minispiel an. Ja, Ashley, du wartest hier am besten. Zielschießen. Spielregeln. Erstens, bei mehr als 1000 Punkten erhältst du Preise. Zweitens, für Kopfschüsse gibt es Bonuspunkte. Drittens, nach mehreren aufeinanderfolgenden Treffern erscheint manchmal eine Salazar-Zielscheibe, die viele Punkte bringt. Viertens, wird Ashley getroffen, gibt es Punktabzug. So ein Mist. Preise. Erstens, für 1000 Punkte gewinnt man einen Kronkorken. Zweitens, besondere Kronkorken gibt es für das Treffen aller Ziele, außer Ashley, oder bei mehr als 3500 Punkten. Drittens, insgesamt gibt es 24 Kronkorken. An jedem Schießstand kann man 6 davon gewinnen. Also gibt's 4. Sonderbonus. Erstens, für jede komplette Reihe auf dem Board erhältst du Bonuspunkte. Zweitens, insgesamt gibt es 4 Reihen. Du hast also 4 Bonuschancen. Hinweise. Kronkorkensammlungen werden auf dem Schlüssel-Schatzbildschirm angezeigt. Welcome. Für dieses Spiel musst du die Waffen nehmen, die ich ausgewählt habe, Fremder. Wähle die Art der Waffen, Fremder. Schnellfeuergewehr, ja. Gut. Dann wollen wir mal. Läuft schon deutlich besser als auf der Konsole. So schnell habe ich das noch nie hingekriegt. Nein! Fast 5000 Punkte. Ah, verdammt. Hätte ich immer einen Kopfschuss hinkriegt, hätte ich 5000 Punkte gehabt. Aber nicht schlecht. Hi, Händler. Spiel beenden. Oder? Ja. Sie haben 5 Kronkorken gewonnen. Ich frage mich, wie ist es, wenn ich jetzt das Scharfschützengewehr hernehme, aber... Nee, das passt schon. Gut, dann können wir jetzt weiter. Hat Spaß gemacht. Jetzt wird's wieder ernst. You're right? I'm fine. Leave me alone. Ashley, wait. Und wechsle. Und wir haben das Kapitel abgeschlossen. Nächstes Kapitel 3.2. Ja, das Kapitel hat echt ein bisschen lang gedauert. Hunnigan, what happened? The transmission got cut off. Salazar, how'd you... We've jacked the line. We didn't want you telling everyone any unnecessary information. Where's Ashley? Ah, so she fell into one of our wonderful traps. We'll make sure we find her. Don't you worry about her. Oh yes, I let our miserable insects out for some exercise down in the sewer. Thanks. That should keep me company, 'cause boredom kills me. I look forward to our next encounter in another life. Den killen wir irgendwann noch. Der ist nervig. Den mag ich nicht.
Wollen wir ein bisschen rauschen? Aber jetzt sind wir endlich mal wieder allein unterwegs. Muss jetzt nicht irgendwie achten, auf was ich schieße. Was ist da? Hallo? Ha! Habt ihr schon gesehen? Lass dich verraten. Bist du tot? Nee, bist noch nicht tot. Aber jetzt. Ja, da tauchen jetzt hier ein paar auf. Grünes Auge habe ich erhalten. Bin mir jetzt gerade nicht sicher, wo der nächste auftaucht. Genau vor mir. Ja, sag mal. Nee, wenn er mir jetzt angreift, bin ich weg vom Fenster. Ach nö, sag nicht, das sind zwei. Sag jetzt nicht, das sind zwei. Oh ja, das sind zwei. Ah. Na, wie putzig. Er will fliehen, aber er schafft es nicht. Ich habe ein Problem. Oh ja, ich habe ein Riesenproblem. Ich habe keine Munition mehr. Also keine restliche Munition mehr für die Red 9. Nur noch den einen Schuss. Ich glaube, ich sollte auch, wenn ich hier zum Händler komme, die Red 9 und die TMP ein bisschen upgraden. 50 Schuss. Naja, besser als nix. Hab dich schon gesehen. Platsch. Okay, es hat nicht gereicht. Und das reicht natürlich auch nicht. Aber das soll er. Nein, nicht einmal. Au. Blödes Ding. Atza. Schön. Ja, das ist schon noch ein bisschen Survival-Horror mit den Viechern. Tür ist verrostet, rührt sich nicht. Aber hier komme ich rein. Sieht aus, als sei er erst kürzlich gestorben. An der Wunde sehe ich, dass es ein schneller Tod war. Wahrscheinlich von den anderen Viechern da gekillt worden. Hier glaube ich, müsste auch ein Schatz sein. Ja. Louis Notiz. Einige Parasiten haben die Fähigkeit, ihren Wirt zu beherrschen. Unter Biologen ist dies bekannt,
aber man weiß nicht, wie die Parasiten es tun. Durch die Untersuchung dieser Parasiten erhalten wir vielleicht einige Hinweise zur Wirkungsweise der Las Plagas und erfahren etwas über deren Opfer, die Los Ganados. Hier ist eine Liste einiger der Parasiten, die die Verhaltensmuster ihrer Wirte ändern können. Gott, kann ich nicht aussprechen. Wenn die Parasitenlarven ins Nervensystem der Ameise gewandert sind, verändern sie deren Verhalten. Wenn es abends kühler wird, klettert die infizierte Ameise an einer Pflanze empor und beißt sich dort fest. Sie bleibt dort bis zum nächsten Morgen, und zwar an einer Stelle, an der es am wahrscheinlichsten ist, von einem Schaf gefressen zu werden. Man könnte meinen, der Parasit manipuliere den Wirt, um in den Körper des Endwirts zu gelangen. Trematoden. Die Larven dieses Parasiten nisten sich im Hirn eines Fisches ein. Dieser schwimmt dann an die Wasseroberfläche, wo er so lange bleibt, bis er von Meeresvögeln gefressen wird. Wieder lässt sich dieses Verhalten nur dadurch erklären, dass der Parasit in den Körper der Meeresvögel gelangen will. Die Sporozysten dieses Parasiten entwickeln sich in den Fühlern der Schnecke. Durch ihre Farbe und ihr Pulsieren gleichen sie Würmern. Die infizierte Schnecke kriecht ans Ende eines Blatts, wo sie gut von Vögeln gesehen werden kann und somit eher gefressen wird. Wenn er vom Vogel gefressen wurde, erreicht der Parasit sein adultes Stadium. Was? Ach da! Und Ruhe. Hier ist die Schrotflinte verdammt gut. Also ich weiß, da geht's auf jeden Fall weiter. Aber hier ist auch ein Schatz. Ja, ich gehe sehr schnell. Möchte nur irgendwie vermeiden, dass sie in so viel reinrennen. Grünes Kraut. Und wieder Gewehrmunition.